Sollen nur das Herz noch klauen irgendwie. Das heißt, eigentlich müssen wir den Typ hier aus dem Maschinenraum rauslocken, damit wir Macht durch er das nicht mal Rohr wieder? durchgehen können. Er hat irgendwas hier gemacht, irgendwas hier im Rohr. Hey, willst du dir Ah, eine Meinung gute bilden? Idee. Ist die neue Ausgabe schon da? Nein, diese hier ist schon ein paar Wochen alt. Mist! Ich will endlich wissen, was meine Meinung zu den Trollen ist. Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, weißt du? Aha, das klingt doch, Der Maschinist hat kein sonniges Gemüt, aber wer wird ihm das verdenken? Das hier ist mit Sicherheit der schäbigste Job an Bord. Ich spreche besser nicht mehr als nötig mit ihm. Ansonsten kommt ihm noch in den Sinn, mir Praktikantenarbeit aufzudrücken. Gesundheit. Eieiei, ihr müsst heute oft niesen. Also gut. Er will die Zeitung nicht. Er will die Zeitung nicht, gell? Sie zu alt ist, müssen wir ihm eine neue besorgen. Oh, Nate, beweg dich halt noch langsamer vorwärts. Hier ist ja nur die Luke. Und das Loch, aber Sieht das verdammt ist ja kalt auch aus, das egal. Wasser. Ich wäre da nicht schwimmen gegangen. So, was kann das Vieh noch so machen? Vielleicht findet es noch einen Stift oder so. In der Höhle. Jetzt bin ich schon wieder draußen. Nee, die Hütte war nichts mehr für ein Vieh, nee. Ah, sie sind fertig. Okay. Wow, Cool. das ist großartig. Gagalu! Danke, ihr beiden. Ihr habt mir den Hals gerettet. Du Herz! Natürlich hole ich mir das Herz und gebe es euch. Sehr gut! Warten drüben! Okay, ich bringe es euch dann rüber. Bis gleich. Oh Mann, ihr Viecher solltet deutlich weniger nett zu mir sein. Okay, cool. Die Mary ist wieder im, ja, sagt man jetzt seetüchtig dazu? Nee, sie ist ja ein Flugschiff. Flugtüchtig. Ach, flugtüchtig, genau. Macht Sinn, ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt Aber wir ziemlich können viel nicht kaputt gemacht. Die beiden Viecher haben ganze Arbeit geleistet. Ein Teil von mir will darauf klettern und so schnell wie möglich das Weite suchen. Ein anderer Teil von mir will den wertvollsten Edelstein der Welt stehlen, dann das Weite suchen und das Leben eines Königs führen. Ich glaube, ich weiß, welcher Teil gewinnt. Das heißt, wir können da noch nicht hochgehen. Die beiden Viecher haben gar einen Teil von an. Ich Okay. glaube. Dann geh doch mit dem Viech nochmal in die Höhle. Ja, das wäre jetzt auch meine Idee gewesen, genau. Vielleicht kann es Layla oder so Oder, noch ja, genau. was mitteilen. Ui, ja, genau. Okay. So viel dazu. Ach, vielleicht hätten wir die Zeitung mal noch mitnehmen. Na egal. Also. Nee, ich glaube, die Zeitung brauchen wir schon für einen anderen. Was machst du jetzt? Wir der sollen uns doch mal die Zeitung geben. Wenn wir eh schon in die Höhle gehen, vielleicht können wir dem Chef die Zeitung geben und er gibt uns dafür eine Da. neue Zeitung. Oder wir haben Stift und ändern die Zeitung. Genau. Ach, irgendwas war doch noch mit dieser Maschine da. Mit was für einer Maschine? Die drin, ja. Die drin, wo wir das Laufband her haben. Na. Hier war nichts mehr. Hier das da. Aber die geht nicht. Was steht da oben? Das ist Ah, die noch die Flasche. Flasche, die wir dahingestellt haben. Wo sind die Arbeiter jetzt hin? Nicht Vater. Vater wichtiger. Hallo. Sehr schwach. Zu Hause Hilfe. Ja, der ist kaputt, genau. Hallo. Hallo, Pep. Nochmal. Sehr schwach.
zu Hause. Ja, keine Ahnung, vielleicht hat sie was Neues gesagt. Ey, wir schauen jetzt hier alles an. Ja, hier gibt's nichts mehr. Mach wir benutzen mal. Jetzt wieder die Leertaste. Hier gibt's nichts mehr. Jetzt nur noch hier die Sprechanlage. Nicht. Auf dem Tisch gibt's auch nichts. Nee, nichts, gar nichts. Dann hätten wir in die Yeti-Höhle, müssen wir dann. Hier gibt's nichts, gar nichts. Eigentlich müssen wir mit dem Vieh müssen wir da diese Seite rein. Irgendwie. Ja. Hier in der Yeti-Höhle ist nichts. Gar nichts. Gar nichts mehr. Nee, ich glaube auch, dass wir hier fertig sind hier oben. Okay. Wir haben jetzt hier schon so viel gemacht. Ich glaube, das Einzige, wo wir noch was machen können, ist hier. Vielleicht will der, also der wollte vorhin auch nicht die Zeitung. Ah, mir kommt gerade eine dumme Idee. Wir füllen in die eine Flasche, die leer ist, das Wasser rein oder leeren es drüber. Und dann gefriert das, dann können wir es aufbrechen oder so. Ja, genau, das war gerade die dumme Idee, die ich hatte. Aber geht nicht. Vielleicht kann auch er das machen, nur der Nate. Ja, das Vieh soll ihm jetzt mal den Alkohol geben. Und das Wasser. Und das Wasser und einfach alles, was wir haben. Ja, und die Zeit. Oh, toll. Weil wieso haben wir den Alkohol noch, wenn wir ihn gar nicht mehr brauchen? Danke. Ach, haben wir das Etikett nicht für irgendwas gebraucht? Ach so, stimmt, um die andere Danke. Flasche zu tauschen. Ja, genau. Das haben wir gebraucht, okay. So, kann man hier irgendwas verbinden? Nein, hier geht auch nichts. Du meinst hier das Wasser? Drüber leeren, ja. Nee, geht nicht. Okay, wir müssen irgendwas beim Maschinenraum machen. Vielleicht können wir dem ja jetzt auch Alkohol anbieten statt eine Zeitung. Genau, Alkohol anstatt Kaffee und Zeitung. Moment! Er macht irgendwas am Fenster. Wir putzen das mal. Mit Wasser komme ich da nicht weiter. Das Fenster ist mit einer dicken, öligen Schicht beschmiert. Und wie kann man Öl wegmachen mit Alkohol? Wäre noch genug Brandy in der Flasche, wäre das Problem jetzt gelöst. Ist aber anscheinend nicht. Mit der Zeitung allein könnte ich lange wischen. Ja, Zeitung und Brandy. Irgendwas macht Entweder er da. Entweder sind wir gerade in die Tiefsee abgetaucht oder das Fenster ist dermaßen verschmutzt, dass man nicht mehr raussehen kann. Ich tippe auf Letzteres. Ich spreche besser nicht mehr als nötig mit ihm. Ansonsten kommt ihm noch in den Sinn, mir Praktikantenarbeit aufzudrücken. Das Rohr, die Kaffeemaschine. Da steht ein dicker Maschine. Ich kann so... Ja, richtig. Wir können so ein ziemlich gewaltig... Ein ziemlich... Hey, willst du dir eine Meinung bilden? Ist die neue Ausgabe schon da? Nein, diese hier ist schon ein paar Wochen alt. Mist! Ich will endlich wissen, was meine Meinung zu den Trollen ist. Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, weißt du? Übrigens, die Zeitung, die klingt ja wohl verdächtig nach einer bestimmten anderen Zeitung, die viele Deutsche wohl kennen werden. Wäre noch genug Brandy in der Flasche, wäre das Problem jetzt gelöst. Wo kriegen wir noch Alkohol her? Wie macht man sich Alkohol? Indem man Früchte gären lässt. Okay, haben wir nicht Früchte. Nee, wir haben einen Kanister voll Wasser. Okay, mit Wasser komme ich da nicht weiter. Das Fenster ist mit einer dicken, öligen Schicht beschmiert. Außerdem Brandy hier auf über den Knopf machen. Der beschwert sich jetzt gleich wieder.
Was fällt dir ein, elender Praktikant? Komm runter, ja? Ich wollte nicht. Du fasst hier nichts an, verstanden? Entschuldigung. Was zur Hölle macht dann diesem Bullauge? Geh doch das mal mit Nate noch in die Höhle, also ins Yeti-Ding. Vielleicht findet der Nate noch was. Ins Yeti-Ding und dann auch noch in die Werkstatt. Die Werkstatt kommt er ja nicht. Ja, vielleicht sagt der Chef, ja, wir haben dein Boot repariert oder keine Ahnung was. Okay. Der will die Zeitung echt nicht haben, ne? Der will auch den Brandy nicht haben, der will auch das nicht haben. Wir brauchen noch mehr Alkohol. Oder einfach Spülmittel. Okay. Ja, um das Ding abzuwischen. Und hier ist aber nichts. Ich frage mich, wieso rennt er manchmal und manchmal nicht? Jetzt chillt er wieder nur. So, hier kurz im Spiegel schauen. Ah ja, ja. Sind die hübsch? Jetzt rennt er wieder. Ja, hier gibt's nichts mehr. Gar nichts mehr, gar nichts. Dann doch nochmal Richtung Werkstatt. Ja. Und dann haben wir eigentlich schon alles ausprobiert. Vielleicht kann man das Bullauge auch nur von außen putzen, dann muss man dort in das Eis rein. Eine Maschine, die Maschinen baut. In den falschen Händen ist das wahrlich beängstigend. Die Viecher haben allen Grund, ihr Heiligtum so abzuschotten. Wenn Munkus mit seiner Magie diese Tür nicht öffnen kann, dann kann ich es ohne erst recht nicht. Eine Maschine, die Maschine... Ja, ja, okay. Die Viecher... Ja. Vielleicht komme ich mit Hilfe der Feldknäule doch noch. Vielleicht komme... Irgendwas im U-Boot. Wie kommen wir im U-Boot weiter? Wir können die Sachen nicht verbinden. Wir haben keine anderen Sachen. Ja, versuch das doch mal von außen zu putzen. Dass er da reinhüpft. Ja. Vor allem. Sieht verdammt kalt aus, das Wasser. Ich wäre da nicht schwimmen gegangen. Er wäre da nicht schwimmen gegangen. Sieht verdammt kalt aus. Nicht meines Bullauge, probier das mal zu putzen. Ich hoffe, mit dem bin ich durch. Ja, das Bullauge ist ja da unten. Ja, oder das andere mal aufzumachen. Das da. Nee, ich wage zu bezweifeln, dass sich die Luke von hier aus öffnen lässt. Da tut sich gar nichts. Okay, da nicht. Ach, das, du meinst das mit Bullauge? Ja, genau. Ach so. Ja, das haben wir schon öfters probiert. Ja, aber vielleicht geht's ja jetzt. Wir haben ja gelernt, nach dem 10. Mal geht's vielleicht manchmal. Mhm, das stimmt. Das haben wir echt gelernt. Hey, Fee. Hm? Ich hab euer Herz gesehen. Es sieht fantastisch aus. Wo habt ihr das nur her? Ich hab so etwas noch nie gesehen. Man wird mir Kisten über Kisten voll Gold dafür geben. Würde man, wenn ich es verkaufen würde, meine ich. Aber das kommt natürlich nicht in Frage. Schließlich braucht ihr es. Sei mal ein bisschen nützlicher. Irgendwie muss ich den Maschinisten loswerden. Oh, Entschuldigung. Hast du eine Ahnung, was er vor mir versteckt? Hast du eine Idee, wie wir euer Herz daraus bekommen? Habe ich auch nicht gedacht. Bis dann. Du kannst auch bin. Will das Vieh vielleicht tauchen? Das Vieh vielleicht darunter tauchen? Es ist ja auch so warm. Angezogen. Ah, okay, ich übernehme. Okay, stimmt, da war ja was. Ich würde sagen, das ist ihm auch zu kalt.
Und das schafft er auch nicht. Okay, dann soll er mit der schwarzen Wache reden. Oder sie an... Wird er nicht.